Das sind wirklich fünf sehr, wirklich ultraleichte Fragen. Es ist Grundschulwissen, was wir hier abfragen. Und ich will ganz kurz sagen, es gibt fünf Fragen, dementsprechend auch fünf Punkte. Ihr schreibt das bitte in euer Pad. Wenn ihr fertig seid, stellt ihr den Stift hin. Und wir fangen an mit, wie heißt die bayerische Partei CSU, wenn man ihren Namen nicht abkürzt? Oh, hey. Teddy, es geht nicht darum, wer am schnellsten schreibt, sondern einfach, wer es hat, schreibt's auf. Eingeschenkter Punkt für jeden von euch. Bastian ist schon fertig. Ja. Sieht sehr zufrieden aus. Nein. Nein? Shirin ist fertig. Teddy schreibt noch als Einziger. Was schreibst du auf? Na, ich probiere einfach ein paar Versionen aus. Nee, eine. Ich denke, dass es richtig ist, okay? Soziale. Frage ist geschlossen, Stift abstellen bitte. Teddy, was hast du denn als Antwort? So, ich habe geschrieben. Ich guck mal hier. Ich habe geschrieben, christliche Soziale. Christliche Soziale Union. Union. Und Teddy? Ja? Ich hab's doch gesagt, es sind die noch leichteren fünf. Ein Punkt. Wirklich, Teddy! Was geht ab, Alter? Shirin, wir gucken mal, was du aufgeschrieben hast. Christlich-Soziale Union. Ein Punkt. Man muss sagen, ne, am Ende noch richtiger, weil, ja, ohne E. Sorry. Ist egal. Hallo. Bastian, hallo. Wir sind jetzt beim Du. Ich freue mich. Großer Fan. Natürlich. Hello. ich habe... Zwischen uns war so ein Influence-Ding. Ich habe auch aus Sicherheitsgründen Christlich-Soziale Union aufgeschrieben. Ist das Hast richtig? Du auch? Ja. Sehr gut. Lassen wir gelten. Ein Punkt. Simon. Christlich-Soziale Union. Ein Punkt. Guck. Leute, dann bleiben wir einfach bei den noch leichteren fünf. Dann weiß ich jetzt ungefähr, wie der Rest der Sendung stattfinden muss, damit ihr es könnt. Wie heißt der höchste Berg der Alpen? Na, wer weiß es aus der Band? Hand hoch, aber nicht, wenn ihr ein Instrument gerade spielt. Zwei. Die anderen spielen Instrumente, deswegen nur zwei. Simon hat den Stift schon abgestellt, Teddy. No pressure. Bastian, bist du ein Freund vom Bergsteigen? Nein. Nein? Na, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Weil? Bergsteigen, hast du das mal gemacht? Natürlich, du hast alles gemacht. Aber ich habe Höhenangst, aber so in die Berge. Also wandern ist ja auch... Also wandern. Also ja, du hattest gerade so ich richtig... Ich dachte so mit Klettern und irgendwie so... Nee, das können die auch nicht, glaube ich. Das ist ja furchtbar. Aber für mich ist ja schon okay. Aber das ist, ja. Meine Erwartungshaltung, wenn ich das frage, ist eigentlich eher so, bist du gerne in den Bergen? Genau. Vielleicht bist du schon mal überhaupt mit Schuhen irgendwo hingegangen? Ja, da würde ich sagen, ja. Das war ganz toll. Aber weißt du, welcher der höchste Berg der Alpen ist? Nein, ich habe mal Zugspitze geschrieben, aber ich weiß es wie immer nicht. Ah, Zugspitze ist Deutschlands höchster Berg, aber nicht der höchste Berg der Alpen. Wie schön. Ja? Dann ist das falsch. Der liegt in einem anderen Land als Deutschland, weil wir haben ja gerade schon gelernt, Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Shirin, was hast du? Der höchste Berg der Alpen. Ich fühle mich wirklich wie in der Schule, wenn du mal hier vorstellst. Ja? Ich habe tatsächlich den Mont Blanc aufgeschrieben. Der einzige Grund, warum ich das weiß, ist, weil ich mal irgendeinem alten weißen Dude so einen Stift mitgebracht habe. Und der hat es mir erzählt. Der Mont Blanc. Ja. 2000 Meter noch mal fast höher als die Zugspitze. Und damit tatsächlich der höchste Berg der Alpen. Und ein Punkt, Shirin. So, wollen wir mal gucken, ob du auch was weißt. Tedros Teclebran. Der Mont Blanc, Joko, du Drecksau. Ja, das gibt einen Punkt. Da kann ich nicht viel sagen. 4810 Meter hoch ist der, wir gucken mal. Mont Blanc. Der Zugspitze. Ah, du hast auch Zugspitze. Ja. Ja. Das stimmt aber. Das stimmt, oder? Das stimmt, ja. Ihr beide... Ich würde das auch noch mal vielleicht... Ja, ihr könnt das ja im Nachgang gerne noch mal checken und dann euren Anwalt auf mich hetzen. Einen Punkt für Simon, einen für Bastian, zwei für Shirin und... Wie war dein Name gleich? Theodoros. Bist du Grieche? Theodoros. Ich bin Grieche. Nenne eine Primzahl. Eine. Nur eine einzige Primzahl. Es gibt ganz viele Primzahlen. Ihr wisst ja sicherlich alle, was eine Primzahl ist. Supreme ist die Marke, ne? Numerus primus im Lateinischen, aber das wisst ihr sicherlich auch.
Das ist wirklich, wer sowas nicht weiß, ne, der kommt in keine Grundschule rein. Oh Gott. Das ist, Simon is ready already. Aber eine Primzahl, ich bitte dich. Mein Kopf dreht ein bisschen durch, aber ich glaube, das weiß ich. Wir warten kurz auf Teddy. Teddy, es ist eine Zahl, du musst keinen Text schreiben. Nee, ich rechne aus. Ja. Super. Dann decken wir einfach alle gleichzeitig auf und ich schreite einmal ab. Wir decken auf, wen haben wir? Welche Zahlen haben wir? Ja. Ja. Jeder, der das liest, ist dumm. Habe ich früher in der Schule immer geschrieben. Jeder, der das liest, ist dumm. Und jeder, der das dann gelesen hat, hat das Gefühl von Dummheit verspürt. Und ich habe es jetzt gerade geschrieben, damit du das spürst. Es sind alle richtig, Daddy. Das hast du toll gemacht. Alle richtig, alle einen Punkt. Es sind ja auch... Also wirklich. Wie schreibt man, damit die vorletzte Frage in dieser Runde, Rückgrat. Wie schreibt man Rückgrat? Muss man auch vorsichtig sein beim Aussprechen, dass man... Wenn du keins hast, ist scheiße. Ja. Ich habe es noch nie geschrieben. Sie hat die Verunsicherung eingesetzt. Absolut. Hast du bei Teddy gelesen? Wie mein Sozialkundelehrer hin und her läuft. Das ist wirklich ganz schön. Ja. Ey, furchtbar. Ja. Absoluter Horror. Ist das eine gute Taktik einfach von meiner Seite aus? Die ganze Zeit, Teddy, wir fangen bei dir an. Stress tierisch, ne? Ich glaube... Ja, warte, noch nicht eingeloggt. Hast du schon eingeloggt? Nee, ne? Was denn? Ich glaube, ich wollte noch was dazu packen. Ja, sag mal. Ich hätte noch einen Tee da hinten vielleicht. Ein Tee? Aber macht gar keinen Sinn, oder? Nein. Super. Ist falsch. Das ist jetzt falsch? Ja. Das ist falsch, Simon? Ich habe überlegt, ob es ohne R oder mit T, nur mit T ist. Rückgrat. Aber egal, ich habe jetzt Rückgrat mit R und D. Ist ebenfalls falsch. Ja. Okay, ich bin schockiert. Ist es jetzt richtig? Was ist los mit euch? Ja, sorry. Entschuldigung, auch meinerseits, sorry. Shirin, bitte. Ich kann es kaum glauben, Rückgrat mit T am Ende, das scheint richtig. Ah! Ist es richtig, oder? Da ist der Trick, kommt mal gucken hier, könnt ihr euch was abgucken bei der Shirin. Guck mal. Okay. Rückgrat. Ach. Ernsthaft? Ja. Wie hast denn du es geschrieben? Ja. Wie ein Rad halt. Auch Rückgrat. Ja. Aber wie Shirin gerade sagt, wie ein Rad halt, ne? Merkt ihr selber. Shirin, das ist ein Punkt für dich. Sehr gut. Sehr gut. Was ja klatschen auf ist. Ich klatsche, ich hatte verstanden, Röhnrad. Ja. Hab's aber falsch geschrieben. Ich glaube, so könnte es stimmen, oder? Du hast Rückgrat geschrieben? Ja, auch richtig. Bastian, ein Punkt. Ist das jetzt nach der neuen Rechtschreibregelung? Ja, von 2001. Vorher hatte man immer ein Rückgrat und jetzt hat man ein Rückgrat. Damn it. Aber wir haben ja noch eine von den noch leichteren Fragen. Nenne eine Großstadt in Belgien. Außer Brüssel. Nenne eine Großstadt in Belgien außer Brüssel. Graz. Rückgrat. Oh, ich liebe dich, danke. Habe ich es gerade gerettet, weil sonst keiner gelacht hat? Ja, natürlich. Wow. Okay. Ja, das ist immer. Seitdem man Sendungen ohne Publikum macht, lachen sehr wenige Menschen über meine Witze. Also Großstadt über 100.000 Einwohner. Ich glaube, die kleineren kennt man eh nicht. Ehrlich jetzt? Ich kenne nur drei Städte. Ja, eine davon wird schon über 100.000 sein. Ich möchte nur kurz sagen, es ist unser Nachbarland. Wir senden da auch, die Leute sehen das, Teddy. Ja, ich weiß nicht, ob das Ding... Das ist ihr beide. Ich glaube, ich muss euch mal auseinandersetzen. Nee, ich bin mir jetzt nicht sicher. Du bist dir nicht sicher. Wir haben alle den Stift abgestellt. Jawohl, Teddy, wir gucken mal. Was hat Shirin dir denn vorgesagt? Shirin hat nichts vorgesagt. Nein, er hat es nicht verstanden. Nee. Er hat ein Problem mit den Ohren. Wegen einem neuen Track, den sie macht, hat mir was erzählt. Kennst du Brügge? Ja. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe Antwerpen aufgeschrieben. Beides wäre richtig. Ehrlich? Ja. Brügge? Ja, sicher. Ich habe gedacht, nee, die ist zu klein. Ja. Aber eine schöne Stadt. Ja, die ist krass. Shirin.
Shirin, was hast du ihm vorgesagt? Ich habe ihm nichts vorgesagt. Nee, no, aber, ihr könnt machen, was ihr möchtet. Na, aber es ist außer Vorsagen. Es ist Antwerpen wegen den Diamonds und das ist wirklich das Einzige, warum ich es weiß. Stimmt. Logisch, die Diamantenstadt. Ja? Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Diamantenstadt, hast du auch dran gedacht? Ja, Shirin hat das Teddy vorgesagt. Teddy hat mir eine SMS geschickt, deshalb habe ich auch Antwerpen. Das ist super. Antwerpen ebenfalls einen Punkt. So war's. Und natürlich, Simon hat wieder keiner geholfen. Du bist so verzweifelt. Hat jemand dir auch was gesagt? Keine Hilfe, aber ich glaube, Gent. Ja. Gent. Wow. So ja, ich das ist Gold, richtig. Gent ist eine weitere Punkt für dich. Und Gent hat sich auch im Gent. Ja, ja, ich, Ladies and Gentlemen, wir hören einfach auf. Das waren die noch leichteren fünf. War okay.